Recht herzlich willkommen zur achten Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Wir machen weiter. Wir sind hier am Kolonisieren, was sich ziemlich schwer tut. Wir sind schon, glaube ich, zweimal rausgeflogen und müssen gucken, dass wir jetzt hier irgendwie vorankommen. Ich drehe auch nochmal am Rad bzw. an der Uhr, dass die schneller läuft. Ja, irgendwie wollen die immer alle was mit uns zu tun haben, aber wir nicht mit denen, ne? Das ist hier eigentlich schon... Mal Bündnis mit denen? Nein. Krieg erklären ist, glaube ich, auch nicht so gut. Da ist die letzte, glaube ich. Und das war's dann, oder? Ja. Jetzt können wir hier nichts mehr machen. Jetzt müssen wir warten, bis wir hier das hier erreicht haben. Brauchen jetzt noch einen westlichen Nachbar. Ah, da wird Getreide produziert. Jetzt wissen wir das schon mal. Das ist jetzt nicht so das Tolle, aber... Naja, lassen wir es laufen. Ein bedeutender Mann ist gestorben. Keiner von uns. Oh, wir haben kein Geld mehr. Auch schön. Ja, das ist schlecht. Ja, müssen wir jetzt gerade mit Krediten leben. Bis dieses Land frei ist, müssen wir es wahrscheinlich warten. Ja, ich glaube, wir sollten hier was tun. Wir haben die schlechte Beziehung mit denen, die sollten wir mal verbessern, ne? Ah, Beziehungs... Machen wir mal, ne? Ja, schon mit plus 7 ganz gut aus. Hier wird es jetzt ein bisschen besser. 389 Leute. Geht, oder? Das sind 500 Eingeborene. Wenn ich die doch da reinstelle, geht das? Ja. Gute Regierungspolitik. Ja, erhalte eine Stabilität, erhalte Macht und erhalte Dukaten. Wir haben eine negative Stabilität, das heißt, ich nehme definitiv die Stabilität, damit die wieder null wird. Oh, da geht's mit den Eingeborenen wieder los. Wir mussten wieder einen Kredit aufnehmen, oder wie sehe ich das? Aber das, da müssen wir jetzt durch. Das mit dem Feuer wieder. Machen wir wieder. Okay, haben wir Glück gehabt. Ein bedeutender Mann ist gestorben, aber nicht in unseren Reihen. Gut. Aber auch kein Nachfolger. Da sind dann immer noch 500 drin. Und hier sind 2500 Eingeborene. Und die haben verdammt guten Kampfwillen, ne? 679. 704. Momentan rennt es hier ganz gut. Was kommt da? Darlehen wird bald fällig. Ja, müssen wir mit leben. Ich brauche diese Provinz jetzt. ...96, das ist ja noch lange hin. Reiche Ernte. Ich nehme, glaube... ...das Geld. Und dann können wir... ...das Darlehen auch zurückbezahlen, oder? Nicht ganz. Schade, weil wir so viel negativ sind. Ja, aber wir sind kurz davor... ...diese Provinz zu bekommen... ...und ich glaube, dann geht es auch wieder besser. Ja, da können wir nicht mehr machen. Den berufen wir ab. Alles gut. So, jetzt trägt sie sich gleich von selbst, oder wie war das? Und in dem Fall wird die Bilanz dann, glaube ich, besser, oder? Jetzt wird
gekämpft. Nein, nein. Sofort da reinmarschiert. Oh, die 2000 Mann haben wir auch wieder verloren. Gibt's doch gar nicht, oder? Oh nein. Wieder verloren. Wird schwer mit dem Rekrutieren da, ne? Ich glaube, das bringt uns auch nicht, wenn wir zwei Armeen haben. Wir haben es wieder verloren, du glaubst es nicht, oder? Da ist die Provinz verloren. Ja, da sind wir schon wieder rausgeflogen. Ich komme gar nicht dazu, so schnell sind die da zugange. Na, jetzt ist das ein Fehlklick gewesen. So, kriegen wir das denn nochmal hin? Dieses Land zu kolonisieren. Nee. Gut, dann hat es keinen Sinn. Dann machen wir das erstmal hier. Senden wir dahin. Und gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Da ist es gewonnen. Da räumen wir gleich richtig auf, oder was? So, machen wir gerade hier einen Tacken langsamer. Freien Beraterplatz. Das ist in der Zeit eben passiert. Da ist was gestorben. Bilanz ist immer noch schlecht. Kann man auch nicht ändern. Wir können in eine neue Technologie investieren. Feudalmonarchie. Ja, bleibt uns was anderes übrig? Nein, nicht wirklich. Machen wir. Mittelalterliche Administration. Okay, weiter geht's. 119 sind da. Da gibt's wohl keine Eingeborenen mehr. Darlehen wird bald fällig. Das können wir uns gerade auch nicht leisten. Wie sieht's mit der Bilanz aus? Immer noch negativ. Ja. Da geht's mit dem Kolonisieren aber gar nicht gut voran, ne? Einer ist da gerade zugekommen. Ja. So, was machen wir mit denen? Bündnis wollen sie nicht. Beziehungen verbessern geht eigentlich nicht. Geht eigentlich nicht. Wachstum der Städte lockt Leibeigene an. Die wollen alle in der Stadt leben.
Da geht Grundsteuer runter, da geht sie hoch. Ja. Tja, wie wollten wir das handhaben? Stabilitätskostenmodifikator minus 10. Moral der Armee aber runter. Ich kann mir nicht leisten. Machen wir das. Gegen die gibt es keinen Kriegsgrund und die haben auch drei andere im Boot. Okay. Ja. Schon wieder einen Kredit aufgenommen. Wie viele Kredite haben wir denn jetzt schon am Laufen? Das ist die Frage, ne? Geld. Oh, 4 Stück schon. Wow. Sind zwar immer nur kleine Beträge, aber sind trotzdem 4 Stück. Neue Technologie. Die Barke. Machen wir auf jeden Fall. Handelsreichweite erhöht. Was haben wir hier? Beziehungen, Verbesserung durch. Was ist das denn hier? Östlicher Schwarm. Aber machen wir. Egal. Okay. 235 Kolonisten. Da geht ein bisschen was. Wir treten keiner Föderation bei. Können wir uns Berater leisten? Nein, wir haben sowieso Schulden, obwohl da sind welche. Das Prestige, das wollen wir doch mal steigern. Und was machen wir hier? Gute Frage, ne? Lassen wir das? Können wir hier verändern jetzt, ne? Ich glaube, das ist gerade aktuell. Man speichert wieder. Diplomatische Macht. Lassen wir so. Das ist teuer. Also, da geht's auch nicht voran, ne? Da ging's da ja besser voran, oder? Aber hier müssen wir irgendwie haben, weil es da gibt es dann haben. Und dann müssen wir Handelsschiffe auch kriegen und sowas. Damit es da vorangeht, ne? Stockt gerade ein wenig. Ist irgendwas Besonderes eigentlich nicht. Das Leid der Händler. Entkieselt abwesender Kaufmann. Da geben wir diplomatische Unterstützung. Provinzwerte, ja. Gucken wir mal hier rein gerade. Indianische Bogenschützen. Können wir nirgendwo machen. Wollen wir auch nicht Vorlage erstellen. Schiffe gehen nicht. Das ist noch keine Kernprovinz. Gut. Das ist aber schön, dass wir das noch gesehen haben, ne? Ich das vergessen. Übersehen. Okay. 27 Dukaten wieder. An die Europäische zu ändern. Machen wir auch, oder? Und
das kostet 60 oder was? Nee, auch 40. Nee, 60 tatsächlich. Und da machen wir doch auch. So, da ist alles gut noch. Tapferkeit ist ein geschätzter Charakterzug unter unseren Kriegern und in unseren. Ja, aber das ist ja viel hier, ne? Halt 100 mehr Prestige, so viel verlieren kann ich mir gar nicht leisten, das haben wir gerade aufgearbeitet. Komm, das nehmen wir das, das ist. Das andere will ich nicht. So, was machen wir hier noch? Wenn wir da reinzoomen, wird das auch kleiner. Ja. Okay. Grundsteuern. Die würde ich auf jeden Fall da erhöhen. Und das zweite, was war das? Diplomatische Macht müssen wir ausgeben, Produktion steigern. Und dann machen wir auch mal da. Im obersten Land sind wir ja noch am Kolonisieren, deswegen geht das nicht, alles klar. Und hier geht es ums Militär. Machen wir da auf 2 auf jeden Fall überall. So, das war's erstmal. Das läuft. 315 Kolonisten. Unser Dingens ist tot. Machen Schulden ohne Ende. Jetzt holen wir uns erstmal einen neuen General hier. Und das ist eine Niete. Okay. Da gibt's Getreide. Na, da wussten wir doch schon, dass es Baumwolle gibt, oder? Ja, Inflation schon wieder dann. Stabilität ist 1. Inflation ist schon 3 minus, ne? Oder 4,7. Ja. Und ignorieren wir. Und dann gehen wir da nochmal rein. Aber ich kann es nicht ändern. Ich muss es nochmal machen. Und ich will es nochmal tun. Zack, besser ist es. So, 345, da geht ein bisschen was hoch, aber auch nicht so wirklich. Die Kulturen, die wachsen da hoch. Das ist alles gut. Aber richtig schön ist es nicht, ne? Oh. Ach so, das haben wir schon. Alles klar. Militärreform. Armeereform. Das kostet mich ein Vermögen, oder was? Ja. Ja, eigentlich müssen wir beides machen, aber wir haben es nicht. Aber es ist doch egal, oder? Es spielt auch keine Rolle mehr. Soll er beides machen, auf jeden Fall. 350. Können wir da was machen? Nein, die sind wohl schon alle erledigt. Es gibt keine Eingeborenen, die angegriffen werden können. Aber da gibt es welche, oder? Tja. Bräunig. Das ist erledigt. Ja.
wir warten im Endeffekt darauf, dass wir hier weiterkommen, aber so richtig weiter kommen wir nicht. Verklagen den Tod eines wichtigen Mannes. Zum Glück ist er nicht bei uns. Speichert wieder. Okay, und wir haben einen freien Beraterplatz, also war der doch bei uns, oder wie? Ist ja schade. Okay, wenn, dann wäre es der, den können wir uns aber gerade auch nicht leisten. Gut. Ja, dann gucken wir da nochmal rein, ob sich was geändert hat. Nö. Wir haben gleich wieder kein Geld. 0,65 geht's runter. Da müssen wir noch dran arbeiten, ne? Flottenunterhalt ist 0, das ist 0 und Armee. Die Armee kostet uns 79. Das Minimum. Noch ein Kredit aufgenommen. Kolonieunterhalt ist zu teuer. Ja, wird noch was. Prestige verlieren wir da. Abweichender Berater. Weg damit. Wie sieht's hier aus? Den nehmen wir jetzt. Und da geht auch was. Okay, da gibt's eine Kultur, die wir wünschen. Das ist doch schon mal gut. Das geht langsam voran. Da geht nix. Wieder ein Kredit aufgenommen. Wir sind voll verschuldet nachher. Aber was sollen wir da jetzt machen? Missionar ist auch verfügbar, aber brauchen wir nicht. Schon wieder einer unserer Diensten gestorben, oder was? Nein, aber nicht bei uns. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Okay.